Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer Veranstaltung Gebietsreform, Chance oder Schaden, Streitgespräch zweier prominenter südthüringer Politiker. Und ich möchte Herrn Hartz die Frage stellen, warum braucht Thüringen eine Gebietsreform? Ja, Herr Amrit, besten Dank. Freut mich auch, dass Sie alle gekommen sind, um heute mit uns zu diskutieren oder zuzuhören, wie wir, Peter und ich, diskutieren. Aber Herr Amrit, lassen Sie mir jetzt klarstellen, dieses Urteil vom Verfassungsgericht hat Ähnlichkeit mit einem 76 in Hessen ergangenen Urteil. Und die vier Punkte, die Sie jetzt zuletzt genannt haben, die stehen auch im Leitbild. Leitbild ist die Landesregierung auf Beschluss des Landtages, der beschlossen hat. Leitbild zukunftsfähiges Thüringen, da stehen auch diese vier Punkte drin. Und das Gericht, deswegen sind die extra aufgeführt, hat in der Debatte danach gefragt, warum die in dem Vorschriftengesetz nicht berücksichtigt sind, diese Punkte. Und wenn man, wenn man die landswirtschaftliche Gegebenheit nimmt und die Franken, den Frankenbund mit Herrn Druckenbrot, dann müssen wir ja den Uwe Höhenvorschlag nehmen, weil wir sind ja dann alles Franken. Bis nach Bad Salzung, die Diskussionen kennen Sie ja auch. Also, warum braucht Thüringen diese Gebietsreform? Fangen wir mal mit der Einwohnerentwicklung an. Wir haben 1990 zu Beginn zur Gründung des Freistaates Thüringen 2,6 Millionen Einwohner gehabt. Wir haben heute noch 2,1 Millionen. Und die Statistiker, die ja regelmäßig Bevölkerungsvorausberechnungen machen, sagen uns voraus, dass wir nochmal 300.000, 400.000 Einwohner in den nächsten Jahren verlieren. Allein in unserer Region hier sind es 46.000 bis 47.000 Einwohner in der Region, die wir verlieren, also mehr als die Stadt Suhl oder anders gesagt zweimal die Stadt Meiningen, an Einwohnern werden wir in dieser Region noch verlieren. Und das ist natürlich eine Situation bis 2035, der muss sich natürlich auch öffentliche Verwaltung stellen. Hinzu kommen die ganze Frage der Finanzplanung. Der Mike Morin hat ja in einem Strategiepapier für die Zukunft, wenn er mal Ministerpräsident ist, so hat er vorausgeschaut, haben wir 2020 2 Milliarden Euro weniger an Landeseinnahmen. Sind bedingt einmal durch zurückgehende Bundes-, durch die Neuordnung der Bund-Länderfinanzen, zweite durch EU, fehlende EU-Einnahmen, weil durch den Brexit wir ja aus der Förderung herausfallen als dann wirtschaftlich starkes Land. So dass wir also auch hier gewisse Reaktionen haben. Und natürlich kommt hinzu, dass wir auch seit Jahren einen Reformstau in der Landesverwaltung haben. Es wird ja nicht umsonst immer darauf hingewiesen, die Landesverwaltung hat zu viel Personal. Und dazu muss man natürlich auch sagen, dass die durchschnittliche Kommunalisierungsquote in Deutschland von Aufgaben bei ungefähr 50% liegt und in Thüringen bei 44% sind. Also 6% sind unterhalb und schlechter ist nur noch Sachsen-Anhalt als wir. Kommunalisierungsquote. Also von Aufgaben, Landes- und Bundesaufgaben, die auf die Kommunen übertragen werden, zum Beispiel Sozialverwaltung etc. Hier hat Thüringen ja vor 5 Jahren die Versorgungsämter aufgelöst, das Umweltamt aufgelöst, die Umweltämter aufgelöst, hat sie kommunalisiert und der Effekt ist, Freistaat Thüringen hat der Landesrechnungshof berechnet 50 Millionen Euro Mehrkosten durch diese Geschichte, weil die Kommunen einfach in der Größe, die Kreise und Kommunen zu klein waren, um diese Aufgaben zu erfüllen. Deswegen man braucht also für eine gewisse Aufgabenerfüllung auch eine gewisse Größe. Das nächste ist natürlich die ganze Frage der Zukunft. Die ganze Frage Digitalisierung, E-Government, die wir lösen müssen, die relativ viel Geld kostet und wo Land und Kommunen gemeinsam an einem Strang ziehen müssen, um diese Sachen entsprechend auch zu erfüllen, um auch entsprechend in Thüringen leistungsfähig zu sein, um die ganzen Anforderungen, die mit der Zukunft kommen, an die öffentliche Verwaltung sowohl von Bürgern als auch von Unternehmen erfüllen zu können. Und von der Seite aus sagen wir brauchen größere Kommunen, die leistungsfähiger werden, damit wir die Aufgaben der Zukunft auch noch im Jahr 2035 erfüllen können und bis dahin vor allem erfüllen können. Das sagt also auch die ganze
Gesetzgebung aus. Und wir reden ja hier nicht nur über eine Gebietsreform, sondern um eine funktionale Verwaltungs- und Gebietsreform. Und was immer vergessen wird, es ist auch bereits im vergangenen Jahr vom Landtag ein Gesetz beschlossen worden, das Grundsätzegesetz für die Verwaltungs- und funktionale Verwaltungsreform, in dem klar und deutlich definiert ist, dass der Freistaat Thüringen eine zweistufige Verwaltung anstrebt, dass der Vorrang gilt, eine Kommunalisierung der Aufgaben, dass entsprechend gilt, kreisliche Aufgaben mit örtlichem Bezug auch auf die Kommunen zu übertragen. Es geht also um Ordnungsrecht, um Gewerberecht, um Baurecht, wie diese Fragen zum Beispiel. Und da ist sich auch Verwaltungswissenschaft einig, dass man dazu auch entsprechende Strukturen braucht. Da gibt es ein neues Gutachten von der Universität Potsdam. Die haben die ganze Frage der Verwaltungs- und funktionalen Gebietsreform in Brandenburg untersucht, vom Juni diesen Jahres, also ganz frisch, wo also auch entsprechend Bezug genommen wird auf diese kommunalen Aufgaben, auf die Verlagerung von kommunalen Aufgaben auf die Kommunen und darauf, dass dann entsprechende Leistungsfähigkeit einfach vorhanden sein muss, um auch das entsprechend zu erfüllen. Das alles sind Gründe, warum wir sagen, wir brauchen diese Verwaltungsfunktionale und Gebietsreform in Thüringen, um leistungsfähig zu bleiben, um hier auch entsprechend für die Zukunft aufgestellt zu sein. Gerade auch, wie gesagt, die Demografie. Ich weiß, es gibt immer wieder die Diskussion, das stimmt alles nicht, was die Statistiker berechnen. Wie gesagt, es sind keine Berechnungen von uns, das hat das Landesamt für Statistik. Die machen das alle 5 Jahre, diese Bevölkerungsvorausrechnung berechnet. Und denjenigen, die immer behaupten, das stimmt alles nicht. Wir müssen mal sehen, wir hatten 89, 90 eine Geburtenrate, die war doppelt so hoch wie heute. Und Kinder, die seitdem nicht geboren sind, die kriegen auch keine Kinder mehr. Und die Überalterung der Gesellschaft läuft auch hinaus. Wir waren mal bei 35 oder 36 Jahren 1990 im Durchschnittsalter. Wir steuern die mittlerweile 48, 49 an und werden wohl bis 2035 weit über 50 Jahre im Durchschnittsalter der Bevölkerung liegen, also auch die Bevölkerung altert. Und mit dieser Alterung der Bevölkerung geht natürlich auch einher, dass viele Menschen in Rente gehen. Allein in der Kommunalverwaltung sagt das Landesamt für Statistik, ich höre, das ist Schluss, dass bis 2025 ca. 10.000 Beschäftigte in Rente gehen, wir dort also auch Ersatz brauchen, beziehungsweise entsprechende qualifiziertes Personal braucht, um das zu ersetzen. Danke. Das Wort haben Sie, Peter Heinrich, 7 Minuten. Auch dazu. Warum brauchen wir in Thüringen oder in Südthüringen insbesondere dieser Gebietsreform nicht? Ja, in der Frage liegt ja schon die Antwort, weil Sie haben ja richtigerweise gesagt, diese Gebietsreform. Ich habe wenige Menschen gesehen, die generell sagen, wir brauchen keine Gebietsreform, aber diese, wie sie gemacht wird, die brauchen wir nicht. Und ich will Ihnen auch sagen, warum. Aber zunächst erstmal herzlichen Dank, dass Sie alle gekommen sind heute. Ich hoffe, das Streitgespräch am heutigen Tag behält für Sie das bereit, was Sie sich erwartet haben, um auch die Sinne zu schärfen und auch den Prozess, den Diskussionsprozess vielleicht noch intensiver verfolgen zu können. Warum brauchen wir diese Gebietsreform nicht? Ich will die paar Argumente mal aufgreifen, die Steffen Harzer genannt hat. Zum Thema Vorschaltgesetz wird jetzt, das höre ich des Öfteren, das höre ich auch insbesondere immer vom Innenminister, naja, so schlecht war ja das Gesetz nicht, ne? Ein paar Dinge haben wir ja gut gemacht. Freunde, ne, muss ich an der Stelle sagen, das Ding ist hin. Ne? Das Vorschaltgesetz gibt es nicht mehr. Und das interessiert am Ende des Tages auch nicht mehr, ob das aus formellen oder inhaltlichen Gründen gewesen ist. Und damit ist auch der Zeitplan, den sich Herr Poppenweger, den ich immer für viel zu ambitioniert gehalten habe und der immer viel zu ehrgeizig gewesen ist und auch dem Vorhaben eines solchen Projektes überhaupt nicht angemessen war. Aber da ist er, glaube ich, im Moment noch immer noch in der Lernphase, auch wenn ich mir wünschen würde, dass dieser Prozess schneller gehen würde. Argumentation Einwohnerentwicklung. Ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger hier wissen genau, wie die Einwohnerentwicklung geht. Die sehen das ja. Die kriegen das ja auch von ihren Politikern regelmäßig erzählt. Also bei uns im Kreistag gibt es keinen, der sich vor den Tatsachen der demografischen Entwicklung heute noch verstellt. Das hat mich im Heidung als Bürgermeister vor vielen Jahren auch schon umgetrieben. Ja, also auch da ging die Kurve immer runter. Und das will auch gar keiner wegdiskutieren. Aber man darf eins nicht vergessen,
Die Kommunen haben ja diesen Prozess, und wenn ich Kommunen sage, meine ich sowohl die Gemeinden und Städte als auch die Landkreise. Die haben ja ihre Hausaufgaben immer gemacht und haben ihr Personal immer an der Einwohnerentwicklung angepasst. Wer das nicht glaubt, einfach mal gucken, Statistik.Thüringen eingeben im Internet, die Zahlen abrufen, da steht die Beschäftigungsentwicklung in Vollzeitäquivalenten pro 10.000 Einwohner für jeden nachlesbar da. Und das Land hat diesen Prozess verschlafen, verpennt. Und als Größenordnung im Bundesvergleich, wenn das Land dahin kommen würde, also der Freistaat Thüringen dahin kommen würde, wo andere Bundesländer im Durchschnitt sich bewegen, ich rede jetzt nicht von den Besten, ich rede vom Durchschnitt, müssten im Land 6.200 Stellen ad hoc abgebaut werden. 6.200 Stellen. Und da reden wir nicht über Polizisten und Lehrer. Was da los ist an der Front, das ist ein anderes Thema. Da reden wir von Bediensteten in Ministerien, in Ämtern, in Landesverwaltungsämtern und. Darüber reden wir. 6.200, nur um auf den Stand des Bundesdurchschnitts zu kommen. Und wenn man sich jetzt mal vor Augen führt, was das für Kosten verursacht. Allein dadurch, dass das Land nicht sparwillig ist und seine Hausaufgaben nicht erledigt, verliert Thüringen jedes Jahr ca. 300 Millionen Euro. 300 Millionen Euro. Das ist ein Wahnsinn, das ist unverantwortlich. Und dann mit dem Finger auf die zu zeigen, die immer ihre Hausaufgaben gemacht haben, das halte ich für ein Frevel. Bravo. Und damit nicht schlimm genug, wenn der Freistaat schon erkennt und wenn die Abgeordneten des Landtags, und ich glaube, es sind sich alle einig, schon erkennen, dass die Einnahmen weniger werden für den Freistaat, ist es für mich unerklärlich, wie man innerhalb von 2 Jahren den Landeshaushalt aufbläht, wiederum 1 Milliarde mehr, als es vorher war. Wir waren schon mal bei 9,2 Milliarden Euro und jetzt sind wir wieder bei 10,2 Milliarden Euro knapp. Das ist ein Unding. Wir wissen, dass wir zukünftig weniger Geld haben werden und geben mehr Geld aus. Da wird der Hund in der Pfanne verrückt. Ja, das hat aber, du hast ja das Thema selber angesprochen, dass wir weniger Geld haben werden. Und wenn ich das als Gesetzgeber weiß, dann muss ich mich auch damit auseinandersetzen und muss auch mein politisches Handeln daran ausrichten und darf nicht Versprechungen machen, die am Ende nicht zu finanzieren sind. Oder Versprechungen machen, und das hat man in der Vergangenheit schon öfters, die dann die Kommunen bezahlen sollen. So geht's nicht, liebe Freunde. Und die absolute Krönung ist natürlich dann das Argument, wenn man sagt, ja, wenn wir schon kommunalisieren, ja, dann sind die Kommunen zu blöd, das auch noch ordentlich umzusetzen. Da wird es nämlich auch noch teurer. Hast du ja gerade eben gesagt. Ne? Die können es nicht, die Landkreise, so sinngemäß. Ja, so sinngemäß, hast du gesagt. Die haben nicht das Personal und dadurch ist es teurer geworden. 60 Millionen, die Zahl im Übrigen stimmt. Ne? Allein die Kommunalisierung der Umweltämter ist 60 Millionen Euro teurer geworden. Aber jetzt will ich Ihnen auch verraten, warum. Und das ist eigentlich der gesamte, und da steckt, glaube ich, auch die Lösung des ganzen Problems. Das Verhältnis Land-Kommunen ist geprägt von einem tiefen Misstrauen. Und deswegen werden alle Aufgaben, die ja eigentlich die Kommunen erledigen sollen, doppelt und dreifach erledigt. Es wird doppelt und dreifach kontrolliert, ne? Statt die Kommunen einfach arbeiten zu lassen. Ja? Die werden beim Land, ich sag mal ein Beispiel, wie viel Zeit habe ich noch? Reicht das noch? 2 Minuten, aber zu lang. Vielleicht habe ich nachher noch ein bisschen. Die machen doppelt und dreifach die Arbeit. Also wenn wir eine Entscheidung treffen, dann gibt das Landesverwaltungsamt auch noch eine Stellungnahme ab und das Ministerium auch noch. Ja? Und das ist das Problem, die doppelt und dreifach Erfüllung von Aufgaben. Lasst uns doch die Arbeit machen, die uns übertragen wurde. Und ob wir richtig gearbeitet haben, das sagen uns dann die Verwaltungsgerichte, wenn es dann reihenweise Klagen gibt. Und das Bizarre an der Sache ist ja im Moment, ich weiß gar nicht, wie viele Klagen gegen Verwaltungsentscheidungen von Landkreisen anhängig sind, mir ist jetzt aktuell keine bekannt. Und da liegt der Hase im Pfeffer. Ne, ihr kommunalisiert Aufgaben und habt kein Vertrauen in die kommunale Ebene, dass die Aufgaben dann nicht erledigt werden. Und Funktionalreform, da seid ihr euch aber nicht einig, ne, ob das jetzt so 2-stufig oder 3-stufig werden soll. Die einen sagen hü, die anderen hot. Ne, ist ja auch bekannt. Der Innenminister hat gesagt, oh, ich wusste ja gar nicht, dass das Landesverwaltungsamt so gut arbeitet. Na ja, das soll doch erstmal einig werden, wie es so werden soll. Ne, und
das ist doch auch das Ding, wo ich immer sage, macht's doch bitte der Reihe nach. Definiert doch die Aufgaben, die erfüllt werden sollen. Dann definiert er, wer die Aufgaben erfüllt. Und dann reden wir darüber, vor welcher Kopizkulisse das alles stattfindet. Dankeschön. Also ich habe als Bürgermeister keinen Hehl daraus gemacht und ich mache als Landrat keinen Hehl daraus. Für so eine Kommunalverwaltung, ne, da hatte ich immer das Glück, dass die Struktur einmal frei gepasst hat. In Breitung, wir hatten zwar damals auch nur knapp 5.000 Einwohner oder gut 5.000 Einwohner noch, mittlerweile 4.800. Wir hatten aber eine erfüllende Gemeinde für die umliegenden Dörfer, 8.500 Einwohner, eine Verwaltung, das war top. Da konntest du sauber arbeiten, konntest Personal vorhalten, alles gut. Übrigens sei an der Stelle die Frage gestellt, oder Steffen, du kannst mir mal aufschreiben, in welchen Landkreisen welches Personal aktuell fehlt. Weil das ist immer so ein Thema, was ich immer höre. Aber der Beleg, ihr plautzt das immer so raus, aber wenn ich dann bei mir gucke, mir fehlt gerade nichts. Ja, der Thomas Müller, den habe ich gesehen, der ist da. Fehlt bei dir gerade was? Nicht das Größte. Da, alles gut, auch so ein kleiner. Aber jetzt, ne, auch wenn Thomas Müller da ist und das jetzt hört, was ich sage, ich halte auch so die Größenordnung von 100.000 bei Landkreisen, die halte ich für zielführend perspektivisch. Aber da sage ich auch, macht's der Reihe nach und redet das nicht klein, dass man das vermischen kann. Ihr habt doch gesehen, was rauskommt dabei. Der Prozess verliert sich. Es gibt ein Papier vom Minister der Staatskanzlei, das kennst du genauso gut wie ich. Da steht doch drin, was so rausgekommen ist. So ein Prozess kann man doch nicht losgelöst in den Ministerien machen. Das muss man doch gemeinsam machen. Da muss man doch verabreden, welche. Na, Moment. Das ist ja wieder eine gezielte Falschaussage. Wir machen nicht mit bei dieser Gebietsreform, weil der Prozess falsch aufgesetzt ist. Wenn wir der Reihe nach machen würden, Funktional- und Verwaltungsreform, da wären wir sofort dabei. Und er sagt. Da kann mich doch der Chef morgen anrufen, oder nee, ist besser, wenn er mich morgen anruft, ab 11 sitzen viele Landräte zusammen, da kann er uns anrufen und kann sagen, pass auf, ich lade euch ein, wir wollen jetzt gemeinsam den Prozess Funktional- und Verwaltungsreform anschieben. Da würden alle sagen, klar, sind wir dabei, Thomas Müller, wären wir dabei. Ja? Da müssen wir aber heute noch nicht über die Gebietsreform reden. Und ich sage, in so einem Prozess ergeben sich Synergieeffekte genauso und glaubt doch nicht, dass die Leute bescheuert sind. Dass der Müller irgendwann mit der Zitzmann redet, wie soll es denn weitergehen, das wird doch völlig normal sein. Aber Entschuldigung, da brauchen wir euch doch nicht dazu. Sorry. Also alles dem Lauf überlassen und den eigenen Willen zum Kooperieren reicht dann aus. Also, klare Aussage, der Landkreistag hat sich verweigert, über Verwaltungs- und Funktionalreform über die Aufgaben zu reden. Das ist Fakt. Und von der Warte aus, Benjamin Hoff hat dir mehrfach auch das Gespräch angeboten und du hast es immer abgelehnt. Also wieder doch. Und aktuell zu Aufgaben, also ich kann ja mal aus dem Kreis nach Burghausen, könnt ihr jetzt berichten, was die letzten Monate, dass kein Amtstierarzt da war, dass kein Amtsarzt da war, dass jetzt Personalkosten, das stimmt. Wir wollen jetzt nicht Kreisdarrenburghausen auswerten, aber wir können darüber reden, dass Aufgaben nicht erfüllt worden wären, wenn zum Beispiel die Geflügelbesten in Burghausen gewesen wären. Also wir müssen mal konkret über diese Geschichten schon reden. Wir müssen deutlich darüber reden, dass man nicht alles dem Selbstlauf übergeben kann. Der Gesetzgeber ist immer noch der Landtag. Das ist der Freistaat Thüringen und nicht die Landkreise. Und der Landtag muss die entsprechende Entscheidung treffen. Er muss nämlich dafür sorgen, dass am Ende die Aufgaben erfüllt werden können. Und wie gesagt, es macht keinen Sinn, an die jetzige Struktur die Aufgaben, die Kommunalisierungsaufgaben zu übergeben. Und ich höre dann immer den Vergleich, ja, bei den Bayern ist das auch alles kleinteiliger. Da muss ich aber sagen, bei den Bayern haben die Kreise gar nicht die Aufgaben, die sie bei uns haben, weil dort nämlich die Bezirksregierung diese Aufgaben macht, viele dieser Aufgaben, die bei uns Landkreise machen. Und die Bezirksregierungen, die sind deutlich größer. Wir haben in Bayern 7 Bezirksregierungen. Wenn man mal in Bayern die Anzahl der Kommunen durch die Anzahl der Einwohner teilt, dann kommt man auf die 6.350, nämlich 6.100, so wie in Thüringen eine Gemeinde zukünftig aufgestellt sein soll. So, und wir haben jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay, wir behalten die Landkreisstruktur weiter mit der entsprechenden Ebene, also diese Zweistufigkeit der Verwaltung, die gewollt ist, die ist Gesetz.
Und da frage ich nicht jemanden, ob er es will oder nicht, sondern dieses Gesetz, das hat er Landtag beschlossen, in dem Grundsätzegesetz, die Zweistufigkeit der Verwaltung, sondern da muss ich dann überlegen, gut, wenn das nicht geht, wenn die Landkreise in dieser Struktur bleiben, dann muss ich die übertragenen Aufgaben auf einer anderen Ebene erfüllen. Das würde aber quasi bedeuten, ein Rückschritt, nämlich Regierungsbezirke wie in Bayern. Und ich glaube, das kann keiner wollen, weil wir in Thüringen diese Struktur nicht brauchen, sondern wir sagen klar, Zweistufigkeit der Verwaltung, Zweistufigkeit bedingt größere Strukturen auf der Aufgabenträgerebene. Und noch eins, weil er sagt, diese Gebietsreform nicht. Ich habe die Wahlprogramme aller drei Regierungsparteien gelesen. Bei dem einen habe ich ja mitgeschrieben, ich habe das von den Grünen gelesen, ich habe das auch von der SPD gelesen, da steht überall Verwaltungsfunktionalen Gebietsreform drin. Bei der SPD, da wird es am konkretesten, da steht objektiv drin, tatsächlich drin, wir wollen die Anzahl der Landkreise und kreisfreien Städte halbieren. Und wenn ich 17 Landkreise nehme und die durch zwei teile, dann kommt eine Zahl kleiner 9 raus. Wir sind bei 8. Und der Innenminister ist SPD. Und auch, und damals war, wenn ich es richtig weiß, Peter war es der stellvertretende Landesvorsitzende. Oh, welche Ehre. Oder zumindest Landesvorsitzende. Und das nächste ist, beim Koalitionsvertrag warst du in der entsprechenden Verhandlungsgruppe, warst du mit drin. Dann Lüchtube Höhen. Also, sorry, er hat mir klar gesagt, dass du mit verhandelt hast bei den entsprechenden Koalitionsverhandlungen. Und von der Warte aus, wie gesagt, du bist Mitglied dieser Partei, die Partei hat das entsprechend beschlossen. Und es wird sich doch keiner wundern, wenn drei Parteien etwas in ihrem Wahlprogramm beschließen und das im Koalitionsvertrag schreiben, dass sie anschließend auch den Mut haben oder tatsächlich auch sagen, wir setzen das um, was wir vor der Wahl gesagt haben. Also ich halte das für normal und auch für eine nachvollziehbare Reaktion. Und ehrlich. Ja. Also Landesvorsitzender oder stellvertretender Landesvorsitzender der Sozialdemokratie in Thüringen war ich noch nie. Ne, das habe ich dir aber schon mal bei WhatsApp geschrieben, muss da mal lesen. Also bei mir ist das andere. Facebook natürlich. Ja. Eine Überheblichkeit. Bitte? Sie sind überheblich in Ihren Antworten. Ja. Warum? Ich habe doch nur was richtig gestellt, wenn das heutzutage schon überheblich ist, mag das Ihre Auffassung sein. Zweitens, Termin Hof. Ich habe am 19. Dezember mit Benjamin Hof in Herford um 19 bis 22 Uhr gesessen. Ne? Und da haben wir Dinge diskutiert. Also das sagt zumindest mein Kalender. Ne? Der stimmt, weil den meine ich selber. Irgendwo sitzt meine Büroleiterin da oben, können Sie fragen, hat die gemacht. Also ich verweigere mich keinem Gespräch, überhaupt nicht, das stimmt nicht. Und was den Koalitionsvertrag angeht, dann würde ich euch empfehlen, lest den mal durch. Lest mal durch, was ihr euch da reingeschrieben habt. Wie ihr diese Gebietsreform machen wollt. Davon seid ihr meilenweit entfernt. Doch, doch. Ich kann nachher mal ein paar Passagen vorlesen, weil ich habe ihn dabei. So. Und was meine Mitwirkung bei der Aushandlung des Koalitionsvertrages angeht, dann kannst du mir nur endlich auch mal glauben, ich war im Arbeitskreis Wirtschaft und Tourismus. Da stehe ich auch dazu, da habe ich ausgehandelt. Wenn das Uwe Höhn anders behauptet, dann, ja, dann ist das nur Uwe Höhn seine Auffassung, aber meine Unterlagen, die ich habe, und ich habe extra nochmal mit Kollegen gesprochen, die da mit drin gesessen haben, weil der Vorwurf kam ja schon des Öfteren. Ich war im Arbeitskreis Wirtschaft und Tourismus und da ging es nicht über Gebietsreform. Aber, und das sage ich auch bei jeder öffentlichen Veranstaltung, wo es um Gebietsreform geht, und das sage ich ja heute wieder, ich bin prinzipiell kein Gegner von Gebietsreformen, weil es nämlich auch gute Beispiele für geglückte Gebietsreformen gibt. Meistens sind das freiwillige Zusammenschlüsse und es gibt auch bei uns im Landkreis Entwicklungen, wo ich sage, jawohl, macht euch auf den Weg, das ist ein guter Ansatz. Denn wo auf engstem Raum für 10.000 Einwohner beispielsweise zwei Verwaltungen vorgehalten werden, da sage ich, da muss man den Schritt gehen, das kriegt man auch mit einer Verwaltung hin. Und da kann man auch tatsächlich perspektivisch Geld sparen. Und den Hinweis auf Bayern. Euer Problem ist nicht nur das Misstrauen in die Kommunen, sondern auch der Zentralisierungswahn. Guckt
guck mal, wie es die Bayern machen. Der Reihe nach, wenn ich eine Funktion und eine Verwaltungsreform mache und weiß nicht, wo ich es hingeben soll, weil ich genau weiß, dass die Struktur, in der ich es gebe, es nicht erfüllen kann, das macht keinen Sinn. Ich muss die Struktur parallel dazu haben. Ich kann nicht einfach sagen, sondern wie gesagt, wir haben 2018 Landratswahlen und Kreistagswahlen. Wir haben 2019 eine klare Landtagswahl. Und da kann es natürlich eine andere Regierung geben. Das ist nun mal ein politischer Prozess. Und damit müssen wir alle leben. Aber da können wir doch nicht sagen, ja, wir machen erstmal Voraussetzungen. Und zu diesen Effizienzgewinnen. Das Problem ist doch einfach, es hat doch keiner eine Studie vorher, nachher parallel geführt. Es ist eine Studie davor gemacht worden, welche Effekte eintreten. Und es sind dann Studien wie der Rössel, das ist nicht mal eine Studie, das ist ja im Rahmen seiner Doktorandentätigkeit hat er da mal was aufgeschrieben, dass ich im Nachhinein es unter den gleichen Kriterien wie im Vorhinein geprüft habe. Weil im Nachhinein ist es doch so, es sind mehr Aufgaben dazugekommen, dadurch in der Regel auch mehr Personal und dadurch sind natürlich andere Zahlen da. Dann ist auch nicht berücksichtigt in der Regel die ganze Kostensteigerung, die Preissteigerung, die Inflationsrate, die es gibt. Also das ist ja in der Regel nicht gemacht. Es gibt in Deutschland, und das stellen die Potsdamer in ihrer, von der Uni Potsdam in ihrem neuen Gutachten, jetzt im, was im Juni erschienen ist, fest, es gibt keine wissenschaftliche Untersuchung in Deutschland, die vorher, nachher durchgängig in einem Prozess wirklich untersucht hat, ob wirklich diese Effizienzgewinne eintreten. Die Verwaltungswissenschaft ist sich aber relativ einig, dass es am Ende Effizienzgewinne gibt, die halt schwer messbar sind, weil ich dann nicht mehr dieselben Strukturen wie vorher. Ich habe nicht mehr dieselben Strukturen, ich habe nicht mehr dieselben Aufgaben. Von der Warte aus muss ich da wirklich bis ins Kleinste untersuchen, um dort überhaupt festzustellen, hat das was gebracht. Und das hat bisher keiner gemacht. Aber die Forschung, und das ist eindeutig, die sich damit jeden Tag befassen, die Verwaltungsrechtler in Deutschland, und das steht auch in dieser Studie von der Uni Potsdam drin, würde ich mal empfehlen zum Lesen. Ist nicht so viel, sind 90 Seiten. Da steht es ja eindeutig drin, was und wie Verwaltungsreform und Funktionalreform geht. Ich bin mich ja noch gerade in Schmalkalden einigen und ich habe hier meinen Job zu machen. Und ich denke, da hatten zwar einige vorher seine Zweifel, ob ich das so richtig kann, aber mit meinem Kreis da, glaube ich, haben wir das in den letzten Jahren ganz gut hingekriegt, dass wir das Schiff, das vorher auf einem klaren Kurs gefahren ist, auch weiterhin auf einem klaren Kurs fährt. Und ich sage es nochmal, ich bin Landrat, das heißt, ich bin für das Land und ich bin Anwalt des ländlichen Raumes. Und welche Probleme Städte in der Größenordnung haben, wie Erfurt oder Jena, ist doch letztendlich nur ein Ausdruck von fehlgeleiteter Politik. Wir locken gezielt die Leute in die Stadt, ne, und gaukeln denen das vor, dass dort das Leben besser und einfacher wäre. Ne. Die Wachstumsprozesse in Städten, ne, die sind viel schwieriger zu managen als Redimensionierungsprozesse in der Fläche. Ne. Und wer das nicht glaubt, der soll sich mal mit Christian Ruder aus München unterhalten, ehemaliger Oberbürgermeister. Wir sehen es doch in Erfurt. Ne. Was ist denn da los? Machen wir mal einen Vergleich, wie bei uns die Schulen aufgestellt sind und wie sie dort aufgestellt sind. Jetzt brauchen die ein 100 Millionen oder ein 200 Millionen Programm, um ihre Schullandschaft in Ordnung zu bringen. Was passiert denn weiter? Was ist denn mit Kinderdarstellungsangebot? Das zieht sich doch durch wie ein roter Faden. Es ist ein Irrweg und es braucht eine Besinnung auf die ländlichen Räume. Und das ist das, was ich, und da werde ich auch nicht müde, was ich einfordern werde bis zum letzten Tag meiner Amtszeit. Und dafür stehe ich und dafür kämpfe ich auch. Und ein Satz noch an die Aufgaben. Steffen, mal ganz ehrlich, ihr kennt doch das Papier. Ich habe das vorhin nicht ausgeführt. Aber ich denke, die Leute sollten das wissen. Es hat ja Kabinettsdurchlauf gegeben. Da waren wir mit dem ersten Ergebnis komplett unzufrieden. Und dann sollte der Staatskanzleiminister da nochmal sich drum kümmern, dass da was kommt. Und da sind 44,8 VBE rausgekommen, wo in den Ministerien eingeschätzt wird, VBE eine Vollbeschäftigteneinheit. Also 44,8 Stellen. Jetzt sage ich euch mal eine bittere Wahrheit. Im Moment habe ich bei mir im Amt, ich habe im Stellenplan so ganz rund 650 Stellen, da sind 105 Mitarbeiter vom kommunalen Jobcenter dabei. Ich habe 25 Stellen habe ich nicht besetzt. Und zwar habe ich die nicht besetzt, weil ich keine Leute finde, sondern weil ich sparen muss. Auf Teufel komm raus muss ich sparen. Warum muss ich sparen? Weil über die Schlüsselzuweisungen, die wir über den kommunalen Finanzausgleich von Freistaat erhalten haben, haben wir in den letzten zwei Jahren in zwei Stufen, einmal zwei und einmal fünf, Millionen Euro weniger bekommen. Ja, das sind in Summe 7 Millionen, die uns jetzt dauerhaft jedes Jahr, das ist kein Einmaleffekt, jedes Jahr muss der Landkreis Schmalkalden-Meiningen mit 7 Millionen Euro weniger Schlüsselzuweisungen auskommen.
Andere hat es nicht so hart getroffen und auch andere kriegen sogar mehr. Und das sind die mit der schlechtesten Bilanz. Also das gehört zur Wahrheit auch dazu. Ja? Und die Wahrheit ist, wenn wir das gerechter verteilen würden im kommunalen Finanzausgleich, wenn wir die belohnen würden, die sparen, sparsam und effizient arbeiten, dann hätten wir auch ganz, ganz andere Effekte. Was die Umverteilung der Bevölkerung in die Städte betrifft, das hat doch nichts mit der derzeitigen Landespolitik zu tun. Da hat doch keiner vom Land, dann nimmt doch eine Peitsche und treibt die Leute raus. Das hat was mit Marktversagen zu tun. Weil einfach in den kleinen Dörfern im ländlichen Raum sich kein Friseur mehr hält, kein Tante-Emma-Laden mehr hält, die Kindergärten nicht mehr bezahlt sind. Damit hat es doch zu tun. Das ist doch ein Marktversagen, was hier stattfindet. Und das hat auch damit zu tun, dass die Leute, die vor Ort wohnen, in die Supermärkte gehen und nicht in Tante-Emma-Laden zum Beispiel. Das muss man auch deutlich dazu sagen. Und dadurch findet natürlich auch eine Stadtflucht statt. Und dadurch gehen junge, speziell auch junge Leute, gut ausgebildete Leute, gehen in die Städte, weil sie dort ein gewisses Angebot an kultureller Infrastruktur haben, an Freizeitinfrastruktur und an Shopping-Center haben, an Geschäften haben, wo sie entsprechend einkaufen gehen können. Damit hat es auch zu tun. Das hat grundsätzlich natürlich eine zentrale Bedeutung, aber das hat auch nichts damit zu tun, dass die Landesregierung den ländlichen Raum vernachlässigt. Wie viele Jahre, ich bin ja lange noch Bürgermeister, wie viele Millionen sind in Dorferneuerungsprogrammen in die Dörfer geflossen, um dort die Strukturen zu verbessern? Am Ende hat es fast nichts gebracht, weil die Leute trotzdem vorziehen. Nein! Moment! Also, ich weiß, dass Sie jetzt mich falsch verstehen oder falsch verstehen wollen. Ich habe nicht gesagt, nein, es gibt natürlich diese ganze Dorfinfrastruktur, die dadurch entstanden ist, aber es hat nicht den Effekt gehabt, dass die Leute in den Dörfern gehalten worden sind, dass speziell die jungen Leute dort gehalten worden sind. Es gibt natürlich immer noch junge Menschen in Dörfern, aber viele von diesen sind durch Beruf, durch Studium, durch Sonstiges weggezogen. Sie kennen es doch viele in ihren Familien, wo sie hingegangen sind, die jungen Leute. Ich habe 4 Kinder, einer ist noch in Hildburghausen bis morgen. Wohnhaft bis zum 30.06. Dann ist er auch nicht mehr in Hildburghausen. Von 4. Also bitteschön, das haben wir doch überall. In jeder Familie gibt es diese Beispiele, da muss jeder bloß mal sich durchgehen. Das hat nichts damit zu tun, dass wir nicht in den ländlichen Raum investieren. Wir investieren in den ländlichen Raum, das soll auch weiter so bleiben, weil wir die Strukturen dort einfach schaffen wollen. Aber die Bewanderungsbewegung, die werden wir damit nicht aufhalten. Ja, wir sind jetzt mal, eine Stunde ist rum. Ich fliege so ins Halbdunkel. Einige Wortmeldungen erkenne ich. Würde ich gerne jetzt mal Gelegenheit geben, dass Sie Fragen stellen. Bitte um Kürze, bitte auch wirklich Fragen stellen. Und wenn Sie so freundlich wären und uns auch ganz kurz sagen würden, wer Sie sind. Ja. Mein Name ist Kunze, ich komme aus Wartungen. Ich bin vor 11 Jahren aus Sachsen-Anhalt nach Südthüringen gekommen. Und in Sachsen-Anhalt hat man bei Gebietsreformen ganze ehemalige Landkreise zu Einheitskommunen zusammengemacht. Und da bricht tatsächlich das lebendige politische Leben zusammen. Nimmt man den Leuten die Verantwortung, nimmt man ihnen auch die Motivation mitzumachen. Unabhängig, wie groß die Verwaltungseinheiten sind, wo liegt die politische Verantwortung, das ist entscheidend. Und meine Frage, Statistik laut meiner Tageblatt, bei den Wahlen zu den ehrenamtlichen Bürgermeistern im letzten Jahr gab es 675 Kandidaten, etwa so. Davon waren 19 Angehörige der drei Regierungsparteien, der jetzigen Landesregierung. Kann es sein, dass die jetzige Mehrheit im Landtag auch deswegen so rigoros, ich sag mal auch rücksichtslos, die Kleinteiligkeit Thüringens, die für unser Land typisch ist, die auch ein Reichtum bedeuten kann, wegdrücken will, weil sie einfach dazu keinen Bezug haben? Nee. Das ist eine sehr gewagte These. Also in ganz Deutschland ist es so, dass gerade auf kommunaler Ebene sehr viel Freie Wähler, sehr viel Feuerwehr und sonstige Leute kandidieren. Das hat überhaupt nichts mit Parteien zu tun, dass wir das Land reformieren wollen. Hat auch damit nichts zu tun. Und wenn Sie sich einfach mal anschauen, wie viele Kommunen es gab, wo es keinen einzigen Bewerber gab, wo es am Ende Zufall war, hat einer die Wahl angenommen oder hat es nicht angenommen. Das ist unabhängig von der Größe.
Das geht bis über 2000 Einwohner, wo kein einzigster Kandidat, wo erst bei der dritten Wahl dann einer gesagt hat, na gut, ich mach's jetzt, damit endlich die Wahlen aufhören. Also deshalb ist doch auch Realität und das hat nichts mit großen Strukturen zu tun. Und ich kenne es aus Bitterfeld-Wolfen, dort gibt es eine sehr lebendige Beteiligungskultur in dieser Stadt. Und demokratische Teilhabe bedeutet natürlich auch, was zu entscheiden zu haben. Und ich habe bei größeren Strukturen, wo ich auch mehr Aufgaben habe, weil ich im eigenen Wirkungskreis, nicht nur im übertragenen Wirkungskreis, weil im übertragenen Wirkungskreis bedeutet, da hat der Gemeinderat, der Stadtrat oder der Kreistag nichts zu sagen. Da kann ich mal danach fragen. Wenn er danach fragt, ist es gut will vom Landrat oder vom Bürgermeister auch informiert. Und wenn ich es in den Eigenwirkungskreis gebe, dann haben die dort mit zu entscheiden, dann haben die dort mit zu bestimmen. Und das ist dann Demokratie und wenn ich da größere Strukturen habe, mehr Aufgaben habe, kann ich auch mehr demokratische Teilhabe gewährleisten. Und darum geht es natürlich auch, um demokratische Teilhabe. Und wenn ich dann mal über den Kreistag in Burghausen rede, ich bin seit 1990 in diesem Gremium, wir haben damals alle 4 Wochen Kreistagssitzung gemacht, heute sind wir froh, wenn wir 5 Stück im Jahr haben. Das ist auch Demokratie, danke. Ja, es ist durchaus so, dass im Moment, insbesondere in den kleinen Gemeinden, noch eine breite Beteiligung stattfindet. Das ist in der Tat so, dass es oftmals Feuerwehrvereine sind, dass es auch Freie Wähler sind, wie auch immer die heißen, oder der Sportverein, dass aber auch Parteien dort ihre Kandidaten ins Rennen schicken. Und ein Ergebnis und im Übrigen die Auswertung der verschiedenen Studien, die Rösel vorgenommen hat, die würde ich doch mal genauer lesen, weil der beschreibt nämlich genau das Phänomen, dass nämlich die Bereitschaft, sich für so ein kommunales Amt zu bewerben, deutlich abnimmt, wenn die Strukturen in der Größenordnung ausgedehnt werden, wie es da gemacht wurde. Da brauchst du nicht mal den Kopf schütteln, das steht bei Rösel drin. Das ist. Weil das hat er ja gar nicht selber erfunden, weil das hat er nämlich aus anderen Untersuchungen herausgesucht und hat das zusammengefügt. Im Übrigen nicht nur in Deutschland, auch wie gesagt in der Schweiz und in Österreich. Deswegen, die Gefahr besteht in der Tat und deswegen, man muss gut überlegen, was man tut. Ich hatte anfangs bei dem Vorschaltgesetz, als es anfangs diskutiert wurde, leichte Hoffnung, dass es in vernünftige Größenordnung geht. Und die Zahl von 130.000, ich hatte vorhin gesagt, 100.000 ist eine vernünftige Größenordnung, da kannst du noch ordentlich arbeiten. Die Zahl 130.000 hat ja eigentlich eine Chance geboten. Aber jetzt gucken wir uns mal, was da draus geworden ist. Es gibt ja keine Struktur, die auch an die Zahlen nur ansatzweise rankommt. Deswegen, ich würde die Hausaufgabe auch gerne mitgeben wollen, ganz einfach darüber nachzudenken, eine Struktur zu schaffen, die dann auch an der Basis noch angenommen wird, wo sich die Menschen mitgenommen fühlen, wo sie das Gefühl haben, dass sie auch noch was bewegen können. Bei einem Landkreis, der dann größer als das Saarland ist und mehr Einwohner, also mehr als doppelt so viele Einwohner hat wie jetzt, also dann 290.000 aktuell, circa 290.000 aktuell, dann ist die Gefahr natürlich sehr groß, dass jemand große Lust verspürt, von Pontius zu Pilatus zu fahren, um eine Kreistagssitzung zu machen. Also von daher, geht nochmal in euch, überdenkt das, nehmt die Anregungen des Verfassungsgerichts und auch die Nichtigkeit des Vorschaltsgesetzes zum Anlass, darüber nachzudenken. Lasst es uns der Reihe nach machen, dafür stehen alle zur Verfügung. Die Bedingung ist Zeit der Besinnung und dann über alles reden und dann kannst du vielleicht noch was sagen. Mein Name ist Müller, Landrat in Burghausen. Vielleicht noch 3 Bemerkungen, weil der Stettenhauser freundlicherweise, der bei mir im Landkreis sitzt, mich ja auch mehr oder weniger indirekt für gewisse Sachen auch zuständig sieht. Zur Richtigstellung ganz wenige Punkte. Es gab nie eine Situation, dass irgendwelche Positionen in der Kreiswahl nicht besetzt waren. Zur Wahrheit gehört, dass es in allen Kreisverwaltungen Positionen gibt, die gibt es auch in der Industrie, in der Wirtschaft, die man nur noch schwer besetzen kann. Amtstierärzte gehören dazu, Amtsärzte im Übrigen auch. Und wenn heute ein Landkreis wie Burghausen 2 oder 3 Amtstierärzte vorhält oder Amtsärzte dann im anderen medizinischen Bereich, dann ist das der Aufgabe geschuldet, die Zahl, die man braucht. In dem großen Kreis braucht man nicht 3, da braucht man vielleicht 15 von der Sorte und auch die werden wir kaum finden. Das ist der Punkt. Es gibt also Berufsgruppen und Felder, die kaum besetzbar sind, zum einen. Zum anderen, Stettenhauser, es ist einfach nicht richtig, dass der Landkreis Hildburghausen nicht leistungsfähig ist. Wir haben noch Schulden von 2,9 Millionen. Das ist rund 3 Millionen. Das ist eine Summe von etwa 50 Euro pro Kopf. Für einen Landkreis fast nichts,
könnten das darüber bezahlen. Das heißt, der Landkreis ist eigentlich schuldenfrei. Warum wir trotzdem Kreisumlage steigern müssen, hat damit zu tun, dass diese Landesregierung einen kommunalen Finanzausgleich auf den Weg gebracht hat, Klammer auf, der damalige Finanzminister Voss hat diese neue Systematik eingestiehlt. Gegen die haben die Landräte alle widersprochen, ausnahmslos alle. Da waren wir uns einig, auch mit der damaligen Opposition im Landtag. Ihr habt die gleiche Konstruktion weitergefahren. Das hat dazu geführt, dass rein die Schlüsselzuweisung im Landkreis Hildburghausen im Haushaltsjahr 16 um 3,05 Millionen gesunken sind und im 17 auch. Und das sind Gelder für den eigenen Wirkungskreis. Eigener Wirkungskreis. Da bin ich bei solchen Sachen wie Kosten der Unterkunft im SGB-2er-Bereich, SGB-8 Jugendhilfe, SGB-12 Eingliederungshilfe. Das sind übrigens keine Maßnahmen damals aus der Kommunalisierung in den übertragenen Wirkungskreis, sondern in den eigenen. Da müsst ihr bitte schon mal genau nachgucken. Und letzte Bemerkung, da bin ich bei Peter Heimlich. Wir haben immer gesagt, wir werden uns nie verweigern gegen eine vernünftige Diskussion, aber der richtigen Reihenfolge entsprechend. Und wenn er heute sagt, der Steffenhardt sagt, wo soll man es denn hingeben? Ihr habt ja keine Planung, etwas hinzugeben. Wir müssen unterscheiden zwischen dem Planungsstand von jetzt und einer möglichen Umsetzung dann. Ihr habt keinen Plan. Ihr habt eine ideologische Vorgabe und die wollt ihr umsetzen. Da war jetzt eine Frage dabei. Also ich weiß ja, dass wir als Linke immer mit der Ideologie und SED-Nachfolgepartei und diesen ganzen Quatsch leben müssen. Also noch einmal, wir sind drei Parteien, SPD, Grüne und Linke, die einen Koalitionsvertrag geschlossen haben, die vorher Wahlprogramme gemacht haben, die den Koalitionsvertrag in Urabstimmung bestätigt haben. Da geht es überhaupt nicht um Ideologie, da geht es um Sachverhalt und um konkrete Sachverhalte. Und das mit der Schlüsselzuweisung habe ich vorhin erklärt. Und bei dem anderen nochmals weiß ich, dass uns seit Jahren die Meinungen auseinandergehen. Und noch einmal, es gibt keine leistungsfähigen Kreise, weil Kreise haben keine Steuereinnahmen. Zu 65% kommt das Geld von Land und Bund. Zu 30% kommt es aus den kreisangehörigen Gemeinden im Durchschnitt. Und 5% sind Gebühren von den Bürgern, die Leistungen in Anspruch nehmen. So finanzieren sich Kreise. Und da ist keine Leistungsfähigkeit nur auf der Ebene gegeben, wo sie das Geld kriegen, nämlich entweder beim Land oder beim Bund, dass die Leistungsfähigkeit sind oder bei den Kommunen, die dann über die Kreisumlage dann den Kreis finanzieren. Dort ist die Leistungsfähigkeit vorhanden und nicht bei den Kreisen. Auch das Argument von vorhin, dass du den Haushaltsplan bei uns auf der Seite nicht findest, das ist wieder genau diese oberflächliche Betrachtung, die mich anödet. Wieder wollt ihr den Kommunen den schwarzen Peter zuschieben. Ich frage mich, wo steht denn der Freistaat beim E-Government? Da steht überhaupt nirgendwo, weil es E-Government im Freistaat überhaupt nicht gibt, außer einem Beauftragten. Weiter passiert dann nämlich gar nichts. Und was wir machen als Landkreis, das will ich dir sagen, wir sind einer der einzigen oder einer der wenigen Landkreise, wo man sich beispielsweise, und das ist ein zarter Anfang, online sein Kennzeichen für das Kfz heute schon holen kann. So, wir werden weitermachen. Angelscheine, das muss man mit den Kommunen gemeinsam machen und lauter den Kram. Jagdbehörde, da macht man. Und wir haben als einer der ersten Landkreise bereits die E-Akte eingeführt in einem Fachbereich im kommunalen Jobcenter und sind kurz vor der Umsetzung im Fachbereich Kreisentwicklung, Bau und Umwelt. Das sind Prozesse, die machen wir alles ohne euch, das kriegt ihr gar nicht mit. Deswegen sagst du ja, was machen denn die Kommunen im E-Government? Wir machen verdammt viel mehr, als ihr eigentlich wisst. Also das Land ist aber genauso auf dem Weg, macht vieles, was die gar nicht meisten, vor allem auch das Land erstmal die Grundlagen, nämlich die Gesetzgebung, damit ihr es machen könnt. Und es gehört ja immer Gesetzgebungsverfahren dazu, dass es auch zulässig ist, die entsprechend dann auf den Weg gebracht sind. Und wir haben jetzt zum Beispiel auch in den ganzen Fragen E-Government die Frage des Liegenschaftskatasters behandelt. Da ist ja schon im Landtag ein Gesetz auch beschlossen worden dazu. Also es ist doch nicht so, dass da keiner was macht. So wie du behauptest, wir wissen nicht, was ihr macht, so könnte ich jetzt einfach sagen, ihr wisst ja nicht, was das Land macht. Aber deswegen ist doch, aber Peter, und deswegen sage ich doch, wir müssen doch miteinander reden.
Dann sag doch endlich als Landkreistag und als Gemeinde- und Städtebund, da kannst du nicht für reden, aber für den Landkreistag, wir reden mit euch. Wir reden über die Aufgaben, die machbar sind, die kommunalisierbar sind oder die weiter kommunalisierbar sind auf die Kommunen. Wir reden darüber. Und klar, und uns ist auch bewusst, dass wir ein Gesetz machen müssen zur freiwilligen Gemeindeneugliederung, dass die 155 Millionen, die von der Finanzministerin und vom Innenminister als Zuständige bei der SPD als zuständige Minister verwaltet werden, dass die gesagt haben, sie stehen nach wie vor zur Verfügung und wir werden entsprechende Gesetze auf den Weg bringen. Aber trotzdem gehört es immer wieder dazu. Und da können Sie dann bei Peter Heinrich wieder klatschen, wenn er sagt, das stimmt nicht. Wir haben den Respekt vom Verfassungsgerichtshof und wollen erst das Urteil haben. Die Urteilsbegründung, dann werden wir prüfen und dann werden wir die weiteren Schritte festlegen. Das gehört aber auch zur Wahrheit dazu. Und wie gesagt, ich kann nur allen sagen, und das haben zwei SPD-Minister, drei Parteibuch gesagt, die Gelder stehen nach wie zur Verfügung, die Gemeindeneugliederung ist nicht in Gefahr. Und dann solltest du vielleicht deinen Genossen auch mal glauben. Das ist jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Als ich am 19. Dezember mit dem Benjamin Hoff zusammengesessen habe, abends in Erfurt, ne, wir waren bei uns, da hat er mich gefragt, sag mal, was willst du denn machen, wenn du Innenminister wärst? Wissen Sie, was ich geantwortet habe? Zurücktreten. Das war letztes Jahr. Da war der Prozess noch nicht in der Phase, wo er jetzt ist. Also der Rücktritt des Innenministers ist eigentlich überfällig, weil er ist verantwortlich für den Prozess. Und der Innenminister muss sich hinterfragen, wie er den Prozess als Ministerpräsident gesteuert hat. Punkt, aus, Ende. Und was ich machen würde, wenn ich Landesregierung wäre, jetzt die Zeit nutzen, mal in die Besinnung zu gehen, mal drüber nachdenken, was ich mache. Ja? Und mit wem ich es mache. Ja? Und ja, das... Ich kenne die Zeitpläne, die schon wieder gestrickt werden. Da soll der Wahltermin vom 15. April auf den 10. Juni geschoben werden. Dann denkt man drüber nach, die Amtszeit um ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr, um anderthalb Jahre zu verlängern. Leute, das geht doch genauso weiter, wie es jetzt auch ist. Fangt doch an, macht einen Cut, setzt den Zug auf Null und dann sehen wir, wie es weitergeht. Haben wir auch schon zum Beispiel grüne Kreisverbände gesagt, man hört es zwischen den Zeilen auch bei Parteimitgliedern der Linken sogar. Also die grünen Kreisverbände, ich kenne auch Mitglieder, die eine andere Meinung haben als die veröffentlichte Meinung. Also da müssen wir jetzt mal nicht. Aber noch einmal, Peter, das ist euer Minister. Das müsst ihr dann in eurer Partei klären, wenn da irgendwas bei euch nicht gerade läuft. Da könnt ihr nicht uns jetzt für verantwortlich machen. Und da könnt ihr schon gar nicht einen Kuschel für verantwortlich machen. Ich will es nochmal sagen. Herr Frank Kuschel ist Abgeordneter des Thüringer Landtags. Es gibt die Legislative und die Exekutive. Er gehört zur Legislative. Und die sind getrennt. Und dann gibt es eine Exekutive. Und das ist die Landesregierung. Und für die Landesregierung spricht der Ministerpräsident. Für die Ministerien sprechen die Minister. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Und der Ministerpräsident hat gesagt, wir diskutieren nicht über Einsparungen. Er hat ja nicht gesagt, es ist komplett null, sondern er hat gesagt, wir diskutieren nicht über Einsparungen, weil wir wollen eine effektive Struktur, eine effiziente Struktur im Freistaat Thüringen haben. Und allein die Wortwahl beinhaltet ja, wie du mir vorhin richtig vorgesagt hast, eine entsprechende Einsparung. So, und der Kuschel hat als Abgeordneter gesagt, ich könnte berechnen, dass 500 Millionen rauskommen bis 2035. So, und das Innenministerium sagt, und das sind Angaben, die der Minister auch genannt hat, zwischen 124 und 1 Milliarde könnte im günstigsten Fall bis zu 1 Milliarde, bis 235, nein, bis 235. Kuschel, nein, in der Summe. Und der Kuschel hat ja auch über die Gesamtsumme geredet, über die 500 Millionen. So, und von der Warte aus, wie gesagt, ist es eine Geschichte. Und noch einmal, ich habe heute mit Benjamin Emanuel Hoff darüber gesprochen und er sagt mir eindeutig, es gibt, und wenn, auch wenn ich mich wiederhole, weder der Gemeinde- und Städtebund noch der Thüringer Landkreistag haben bislang auf die Bitte, Aufforderung der Thüringer Staatskanzlei reagiert, konkrete Vorschläge für die Funktionalreform und so breiten. Und deshalb wird die Landesregierung das im Herbst sich mit der Verwaltungs- und Funktionalreform auf Basis der Vorschläge der Staatskanzlei befassen. Die werden innerhalb der Landesregierung abgestimmt. Das wird jetzt mit den Fachpolitikern diskutiert.
Die Fachpolitiker im Land neigen eher dazu, es beim Land zu lassen. Es gibt immer wenige im kommunalen Bereich, zum Beispiel Frau Kusche, die fast alles kommunalisieren wollen, sogar den Land, den Thüringen-Forst kommunalisieren wollen. Darüber geht jetzt die Heizung. Und wir können einfach nicht auf Null zurück. Weil dann dreht man genau die vom Kopf, die du vorhin selber benannt hast, als Beispiele, als positive Beispiele, die freiwillig wollen, die sich geeinigt haben und die jetzt nicht könnten. So, und auch diese unterschiedlichen Termine, die jetzt genannt werden, die Terminkette kommen alle aus dem Innenministerium. Dann klär das doch mit deinem Innenminister und ich werf's nicht mir oder anderen vor. Der, doch, es ist deine Partei, es ist SPD und von der Warte aus, bitte, musst du da auch schon parteiintern. So wie ihr damals das Parteiprogramm auf dem Parteitag beschlossen habt, das Wahlprogramm. Wir auf dem Parteitag den Koalitionsvertrag beschlossen haben. Ich habe es vorgelesen, was dazu drin steht. Also bitteschön, jetzt nicht im Nachhinein sagen, das war alles außerhalb von mir. Ich habe damit nichts zu tun, du bist Parteimitglied. Du hast genauso damit zu tun, weil es ist damals mehrheitlich beschlossen worden, mit großer, deutlicher Mehrheit. Wenn das Volk auf die Straße geht, dann müssen wir hören. Ja, dann geht's noch. Da kommen wir jetzt nicht weiter. Was ja offensichtlich ist, dass der Minister und der Landrat Heinrich miteinander nicht geredet haben darüber. Ja, offensichtlich. Das stimmt nicht. Ja, wieder mit welchem Ergebnis? Also ich habe am Montag, letzte Woche Montag in Berlin, habe ich ja dokumentiert, ne, war die anderen, ne? Also, ich rede mit denen, na klar, aber der hört mir nicht zu. Der akzeptiert nicht, dass der Prozess im Eimer ist. Und Entschuldigung ist, und ob ich jetzt SPD-Mitglied bin oder nicht, sorry. Erstens bin ich nicht von irgendeinem SPD-Mitglied gewählt worden. Ich bin hier von den Thüringen gewählt worden. Und wenn ich im Landkreis unterwegs bin und 90% meiner Gesprächspartner mir sagen, Leute, was machen die da wieder? Ne? Dann, sag mal, Entschuldigung, was ist denn das für eine Wahrnehmung? Soll ich mir jetzt ein neues Volk suchen oder was? Ne? Und auf jeden Fall werde ich für meinen Landkreis genau das tun, was für meinen Landkreis wichtig und gut ist und auch für meine Bürgerinnen und Bürger und nicht das, was meine SPD oder die Jusos oder wer gerade in Erfurt beschließen. Dafür bin ich nicht da. Ich bin Landrat hier und deswegen sage ich auf Null mit dieser Gebietsreform und neu anfangen und das geht auch nur mit neuen Gesichtern und auf Eis gemacht. Dieses Problem. Mein Landkreis, meine Region, meine Wähler. Ich bin genauso von Bürgern dieses Freistaates, auch von diesem Wahlkreis, auch von Meiningen, von Schmalkalden, bin ich gewählt worden, ob Sie es glauben oder nicht. Weil über die Landesliste der Partei Die Linke hat entsprechende Prozentpunkte bekommen, dass ich auf Platz 21 in den Thüringer Landtag gekommen bin. Da sind auch Stimmen von Ihnen hier dabei. Da können Sie jetzt das wegdiskutieren oder nicht wegdiskutieren, das ist einfach so. So, und ich sage Ihnen auch, ich bin auch viel unterwegs und ich bin auch hier viel im Landkreis unterwegs und da höre ich deutlich auch andere Stimmen. Und es ist einfach auch so, wenn ein Landrat sich am Anfang des Prozesses hingestellt hätte und gesagt, ich bin dafür, das ist vernünftig, was da gemacht wird, dann wäre die Diskussion heute auch eine andere. Das muss man auch mal dazu sagen, weil es ist ja auch, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es aus. Mein Charakter hat die Landesregierung bei der Kommunikation und bei dem Namen dieser Kampagne auch Fehler gemacht. Das will ich ja gar nicht abstreiten. Nur, ich will auf eins hinweisen. Sie haben jetzt im Prinzip von Heimat geredet. Aber es gibt eine aktuelle Studie des Landtagspräsidenten, CDU,
Karius. Der hat mal die Thüringer befragen lassen, er wollte nur das Ergebnis, weiß ich, aber er hat die Thüringer befragen lassen, was ist Heimat? Heimat ist für die Thüringer da, wo sie wohnen, das Zuhause. Die Freunde, das Umfeld, der Verein. Das ist das Ergebnis dieser Geschichte. Und der Landkreis, das muss ich so deutlich sagen, das ist keine Heimat, das ist eine Verwaltungsstruktur. Und Verwaltungsstrukturen müssen so gestaltet werden, dass sie effizient sind und dass sie funktionieren und dass sie auch noch 2035 funktionieren. Mir nützt es doch nichts, wenn ich heute nichts mache und 2025 stehe ich da und es funktioniert nicht mehr. Weil dann ist das Kind im Brunnen gefallen, weil ich mache das nicht innerhalb von einem Jahr dann. Ich kriege das dann nicht mehr gepackt. Und deswegen muss ich jetzt handeln, wenn ich für die Zukunft denke. Und wenn ich Ihnen nochmal von 94 auf 93 zurückgehe, 93 war die Gesetzgebung zu den damaligen Gebietsreformen. Da ist keiner von der demografischen Entwicklung ausgegangen, die wir jetzt erlebt haben, die bis heute stattgefunden hat. Davon ist keiner damals ausgegangen. Die sind eher davon ausgegangen, dass die Bevölkerung weit wieder wächst, dass das nur eine kleine Delle ist mit dem Geburtenknick und dass es dann weitergeht, dass mehr Bevölkerung am Ende da ist. Davon ist man damals ausgegangen und deswegen hat man auch Thüringen so klein neu strukturiert und deswegen gab es auch die Proteste vor Ort. Ich war ja selber einer der Protestierenden. Der Ort bleibt heute da und ist morgen da. Da wo er ist, da wo sie wohnen, ihr Haus bleibt stehen, ihr Verein verändert sich nicht. Ihr Fluss oder ihr Berg, ihr Wald bleibt alles da. So, jetzt noch um ganz kurz, weil ich komme jetzt, so schließt sich ja auch der Kreis fast, steht mir zwar nicht zu, aber so schließt sich der Kreis. Was die Veränderungsprozesse angeht, die im demografischen Bereich vonstatten gehen, das habe ich eingangs gesagt, das negiert hier kein Mensch, die Leute sind noch nicht bescheuert. Was hast du gesagt? Doch? Nee, die Leute sind nicht bescheuert. Die Leute sind nicht bescheuert und die ignorieren das auch nicht. Du hast doch gesagt. Okay, Entschuldigung. Auf den ersten Teil bezogen hast du doch gesagt. So. Wir haben doch in der Vergangenheit. Ja, ja, genau, das sagt er richtig. Also, um auf diese demografischen Änderungsprozesse einzugehen, wir haben doch. Entschuldigung, ich sage jetzt nochmal keinen Quatsch, weil das können wir in der Statistik nachlesen. Die Kommunen und die Landkreise haben bewiesen, dass sie diese Veränderungsprozesse akzeptieren und sich darauf einstellen. Das haben sie in der Vergangenheit bewiesen und das werden sie auch in Zukunft beweisen. Und jetzt fahrt ihr nach Erfurt und macht eure Hausaufgaben und nicht unsere. Ja, also okay, ich werde mal versuchen, einigermaßen kurz zu fassen. Mein Name ist Timo Kaufrist, ich bin Fraktionsvorsitzender der SPD hier im Meininger Stadtrat. Und bei der ganzen Diskussion am heutigen Tag, oder ich bin hierher gekommen, nicht in der Annahme, dass diese Diskussion hier auf Augenhöhe stattfindet. Das macht es einfach nicht, denn Sie, Herr Harzer, geben hier ein Bild ab, ähnlich chaotisch wie das Bild, das die Landesregierung in Sachen Gebietsreform hat. Hier ständig betonen ist, was irgendwo in Erfurt oder sonst irgendwo jemand gesagt hat, welcher Partei er angehört. Das interessiert hier die Leute auf der Straße und die Leute, die hier sitzen, überhaupt nicht. Ob der eine der CDU ist oder eine der SPD oder ein Grün oder das interessiert nicht. Fakt ist eins, wir reden hier immer davon, Politik soll glaubwürdig sein, soll glaubwürdig werden. Wir wollen die Leute auf der Straße mitnehmen. Ich glaube, von dem, was Sie hier suggerieren oder was Sie hier in Sachen Gebietsreform von sich geben, versteht keiner. Ich kann dem Landrat hier nur beipflichten. Er ist Landrat, er hat sich hier für seinen Landkreis einzusetzen, genauso wie ich als Stadtrat mich für die Stadt Meining einzusetzen habe. Und letzten Endes interessieren mich hier dann irgendwelche parteipolitischen Spielchen überhaupt nicht. Es wird mir suggeriert, ihr wollt mit der Gebietsreform soll viel Geld gespart werden, indem zum Beispiel Kreisstädte am Würfeltisch entschieden werden. Hier soll Bad Salzungen zur Kreisstadt gemacht werden. Eine Stadt wie Meiningen, die sich als Verwaltungsstandort nicht nur bewährt hat, sondern eigentlich prädestiniert dafür ist,
wo alles vorhanden ist, soll den Kreisstadtstatus verlieren. Ich wollte von Ihnen gerne mal wissen, wie Sie in Sachen Gebietsreform zu Meiningen als Kreisstadt stehen, wenn Sie denn so sich so sehr für die Region hier einsetzen, wo Sie Ihre Wählerstimmen angeblich bekommen haben. Da würde mich das mal ganz sehr als Meininger Stadtrat interessieren. Wie gesagt, das Bild, was Sie bisher hier abgegeben haben, ist einfach nur ähnlich wie das in Erfurt der Landesregierung chaotisch. Ich habe, und da denke ich, war ich auch laut genug, die Variante nicht gewollt, wo Bad Salz und Kreisstadt wird. Ich war immer für die andere Variante. Und das bin ich auch heute noch. Und das war auch die Variante, die wahrscheinlich in dem Gesetzentwurf der Landesregierung gestanden hätte. Und da muss ich sagen, hätte Meiningen eigentlich gewonnen. Für Meiningen wäre die Variante deutlich besser gewesen und Meiningen hätte da für die Zukunft deutlich an Format gewonnen und deutlich auch dazu gewonnen. Aber wenn das nicht gewollt ist, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich will da auch gar nichts vorwegnehmen und ich will nicht irgendwas, was gar nicht veröffentlicht worden ist, sagen. Aber die Diskussion, die tue ich mir jetzt nicht auf die Fahne. Und ich habe eine klare und stringente Meinung zur verwaltungsfunktionalen Gebietsreform. Ich habe nie meine Meinung irgendwo anders geäußert oder chaotisch verhalten. Ich habe eine klare Meinung dazu. Die habe ich geäußert in der Presse, die habe ich geäußert bei Bürgergesprächen, die habe ich heute hier geäußert. Und das werde ich auch weiterhin so tun, bevor mich nicht jemand vom Gegenteil überzeugt hat. Und wie gesagt, ich kenne die Zahlen, ich kenne auch die Aufgaben und ich weiß auch, wie Aufgaben erfüllt werden und nicht erfüllt werden. Und das Land Thüringen hat einfach dafür zu sorgen, als Gesetzgeber, dass die Aufgaben auch in 20 Jahren noch erfüllt werden. Und dass wir die demografische Entwicklung berücksichtigen, dass wir die altersmäßige Entwicklung berücksichtigen. Wie sieht die Zukunft? Also, wenn ich das mit Gewissheit beantworten könnte, würde ich heute Abend hier sitzen. Aber ich denke, wenn wir es hinkriegen, dass wir in Thüringen über eine Aufgabenverteilung reden, die Sinn macht, wenn wir tatsächlich mal anfangen, über Aufgabenkritik zu reden, das heißt, was wollen wir eigentlich, was müssen wir eigentlich noch alles erfüllen, wenn wir es schaffen, dass wir über die Verteilung der Aufgaben reden, und zwar so, dass es auf Augenhöhe stattfindet und nicht mit doppelter Kontrolle, der doppelten Kontrolle, und wenn wir es hinkriegen, dass das Engagement in den Vereinen, in den vielen lebenswerten Dörfern und Städten hier in Südthüringen so weitergehen kann wie jetzt, wenn wir das hinkriegen, dann haben wir eine große Zukunft vor uns, auch wenn wir weniger werden. Und mir hat mal einer gesagt, auch wenn in Deutschland irgendwann mal nur 70 Millionen Menschen leben, warum soll das nicht funktionieren? Warum soll das nicht gehen? Wir werden das hinkriegen. Und ich glaube und ich bin überzeugt davon, wir werden dazu keine Landkreise brauchen, die heute schon 290.000 Einwohner haben, das werden wir nicht brauchen. Das wird auch deutlich weniger gehen. Und ich sage es nochmal, Kreisverwaltung mit 100.000 Einwohnern, da kann man vernünftig arbeiten. Diese Strukturen lassen sich leicht herstellen. Und meine Bitte an den Gesetzgeber ist, über die Ansätze neu nachzudenken, das mit aufzunehmen und dann wird am Ende vielleicht auch noch was Gutes draus. Aber da muss man auch über den Schatten springen und ganz einfach sagen, ja, Entschuldigung, ich habe einen Fehler gemacht, wir fangen jetzt nochmal neu an und machen es der Reihe nach, reden mit den Partnern, mit denen reden werden muss, nämlich im Übrigen so, wie es auch im Koalitionsvertrag steht. Und wenn das stattfindet, dann kann es gelingen. Ansonsten, wenn man so betonköpfig bleibt wie jetzt, dann sehe ich für diesen Prozess ganz einfach schwarz. Nur es gehören da immer zwei dazu. Da gehören einmal die, die reden wollen dazu und dann die anderen, die auch mitreden wollen. Und die verweigern sich bisher. Also wie gesagt, die Landkreise weigern sich dieser Diskussion, verweigern sich darüber zu reden mit dem Land, welche Aufgaben denn nötig sind, welche Aufgaben am besten von den Kreisen zu erfüllen sind und welche Aufgaben von den Kommunen zu erfüllen sind. Diese Diskussion wird sich verweigert und diese Diskussion findet nicht statt. Ich bedauere das sehr. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Diskutiert mit viel Herzblut. Im Grunde genommen haben wir diskutiert oder geredet über Heimat und über Demokratie. Dass die Heimat vielen am Herzen liegt, ob sie nun ein Amt haben oder jetzt einfach Bürger sind,
Das hat es auch hingezeigt, das zeigt auch die gesamte Diskussion, das ist auch das Engagement der Menschen in Thüringen, die darüber diskutieren, das ist wichtig und gut. Wir versuchen ein Forum zu bieten für alles, also das ist ja auch ein Teil dieser Arbeit, dass wir da heute Abend dazu eingeladen haben. Ich kann Sie einladen, weiter auch mitzudiskutieren und aktiv zu bleiben. Finde ich toll, dass es so ist und wie auch immer es 2035 aussieht, wie auch immer das jetzt nach der Urteilsbegründung aussieht, wie auch immer es nach der nächsten Landtagswahl aussieht, ganz viele Fragezeichen. Lass uns mal überraschen. Ich danke für den schönen Abend und für die Anwesenheit und das Mitmachen. Ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg. Drei Schokoladen. Wir haben uns das Leben versucht.